wie auch, warum auch immer man von innen Feuer verschließt, ne? Ich sollte einen Schürhaken benutzen. Ah, ich habe einen Schleifstein, aber mir fehlt trotzdem noch was. Oh Gott. Etwas Dünnes würde den Riss vergrößern? Warte. Flock. Lass mal den da rein und mit dem hier jetzt rumrubbeln. Da fehlen Figuren. Ich habe einen Gargoyle hier nicht reingehört. Flaschenöffner. Früher gab es hier drei Griffe. Ich weiß schon, was hier fehlt. Bitte mach auf. Ich möchte gerne dieses Dingens da haben. Und eine Sprungfeder und hier ist meine magische Laterne. Der Halter muss zerstört werden. Axt? Kann ich jetzt bitte mit Großvater weiter Ur-Ur-Dingens reden? Hello. You must already know that I'm Seymour, one of the first monster hunters. I'm glad to see you. It warms my soul to know that there are still monster hunters in our family. When I was alive, I worked on a special function for the magic camera, so that it could capture all the monsters at once. Harvey killed me before I could finish it. Now it's up to you. I hid it in my mansion, which was turned into the Chamber of Horrors. Find it, and put an end to the monster's mayhem. Take this with you. Good luck! Schwert? Das ist ein Gehstock. Geh hin zu sehen, was will er? Also ein Stockdegen. Das ist kein Schwert. Fuck, ein Flaschenöffner. Ich hab eine Sprungfeder. Warte, Flaschenöffner, Stockdegen. Schmeiß ich den jetzt weg? Ja, natürlich schmeiß ich den Stockdegen jetzt weg, den ich gut hätte brauchen können. Ja, da. Ein Schrauben. Das ist ein Schraubenschlüssel, den ich hier brauche. Kein Schraubenzieher. Ich bin mir sicher, dass das wegen dem Emblem dieses Fach öffnen wird. Ich habe einen Besen. Warte. You'll have to play me to get it. Was? Ich muss jetzt Schere, Stein, Papier mit einem Skelett. Mit einer Skeletthand spielen, um einen Korken zu kriegen? Werde Stein, Papier oder Schere. Beachte dabei, dass der Stein. Ja. Wenn du verlierst, beginnt das Spiel von vorne. Ist das random? Hat er jetzt Papier genommen und ich nehme Schere? Es war also random. Es war einfach nur Zufall, ne? Korken. Dann kann ich jetzt als Dingens benutzen. Für das Teil, was da am Boden steckt. Ich lasse erstmal die Hand hier frei, ne? Ach nö, ach nö, oh Gott, das wird ja immer schlimmer. Lass mich raten, ich muss alles mit allem verbinden. Wenn du die Scheibe aus und sie zu drehen, richtet die Rohre so aus, dass sie durchgehende Linien bilden. Das, ja, ich muss alles mit allem verbinden. Ist das hier unten wichtig? Oder muss das einfach nur eine durchgehende Linie mit irgendwas geben? Irgendwie alles nicht richtig, ne? Sieht irgendwie alles falsch aus hier. Das hier sieht richtig aus. Das hier könnte auch richtig sein. Ach, ich mach jetzt einfach mal hier oben weiter, ne? Das ist nicht richtig. Muss eine durchgehende Linie geben. Also das ist schon mal falsch dann, ne?
Aber anders geht's ja auch nicht. Das ist irgendwie total schief und krumm hier alles. Das könnte stimmen, das könnte auch stimmen. Das könnte richtig sein. Das könnte stimmen, das ist falsch. Muss ich die hier unten mit einbeziehen? Muss das so sein? Bin mir jetzt irgendwie gerade. Ich bin voll verunsichert, weil das alles irgendwie scheiße aussieht hier. Es ist grün, wenn. Aha. Irgendwie alles kacke aus hier, ne? Hä? Das ist also auch nicht richtig. Dann so rum. Das sieht alles voll scheiße aus hier. Das sieht alles nicht richtig aus. Autoschlüssel, okay. Komme ich damit hier rein? Ich frage mich, was da drin ist. Ja, ja. Erstmal das hier, dann das. Wird nicht halten. Na gut, Sprungfeder. Ich finde besser zuerst eine Karte. Ja, das sehe ich auch so. Ich muss ja echt mitten im Nirvana sein, wenn ich hier nicht mal GPS-Empfang habe, ne? Das ist irgendwie traurig. Was habe ich denn da jetzt rausgekratzt? Ein Meißel habe ich da rausgekratzt. Ich habe noch den Hammer, ich habe noch den Flaschenöffner. Okay. Was habe ich sonst noch hier? Ich weiß, ich habe da noch irgendwie was. Das muss ich mit irgendwas anderem rausholen. Ich habe noch 1 von 3 Ventilrädern. Ach du Schande, ich bin ja noch gar nicht fertig. Ein Meißel. Und ein Hammer. Jetzt habe ich einen Fächer und einen Schürhaken. Da habe ich auch noch nicht alles. Mit dem Schürhaken kann ich das hier bestimmt rausholen. Ist es zu heiß, dann kühle ich es mit dem Fächer ab. Was nass im Abkühlen, ja, tut mir leid. Habe ich gerade nicht. Was fächere ich denn hier los, ne? Hier draußen fächere ich irgendwas los. Also hier ist. Ach, der Flaschenöffner! Der Flaschenöffner ist für das Dingens hier. Ist das hier jetzt ein feuchtes Tuch? Natürlich ist da ein nasser Lappen drin. Das ist auch sehr wichtig, dass in dem Geheimversteck ein nasser Lappen ist. Wir haben die Hebel. Wir haben die Hebel. Das goldene Hufeisen. Hey! Wir kommen der Sache langsam irgendwie näher. Und da ist jetzt auch so ein Ring mit dabei, wenn ich das richtig sehe. Ja, es ist ein Diamantring. Natürlich, ich muss irgendwo Glas schneiden. Das war abzusehen. Ich kann dir tatsächlich gar nichts geben. Ich muss schon wieder diese Suche. Das ist jetzt Trackback Hell hier. Also hin und her, ne? Schmeiß das da rein. Okay, ich kann das Kätzchen bespielen. Und die Katze lag auf was? Einer Batterie und einer Figur. Das arme Tier.
Also gut, Katzen liegen ja eh immer auf allem Möglichen, das wissen wir ja, weil er selber schon mal eine Katze hatte, der weiß, wie die so drauf sind. Ich habe einen Diamantring, ich muss damit irgendwie Glas schneiden, ne? Das ist immer so die erste Reaktion. Ich habe irgendwo Glas, ich brauche entweder einen Diamantring oder aber ich bekomme einen Diamantring, das heißt, es gibt irgendwo Glas. Was mache ich jetzt? Also hier muss es wohl weitergehen. Ah ja, ich habe die 3 von 3 Ventilen. Wie auch immer ich mit Ventilrädern hier aufmachen kann. Lass mich raten, ich muss die Position tauschen. Ah, hier kommt der da rein. Wow, hochanspruchsvoll. Und hier sitzt eine analoge Karte drin, die sicher ganz aktuell sein wird, solange wie die Schule dieser Krypta hier verrottet, die ja bislang verschlossen war. Fahre die Straße entlang bis zur nächsten Bushaltestelle. Fahre dann geradeaus, um den Park zu erreichen. Kann ich die Karte auch bewegen? Wow. Hammer, das kann ich gleich dahin fahren, ich weiß, wo ich hin muss. Flughafen zu. Alter, ist die Stadt groß, ne? Technische Uni, studiere ich da? Bibliothek, Supermarkt, Café, Park. Es ist geradeaus, ist nicht geradeaus, ne? Technische Uni. Da, wo ich hier biege anschließend ab, um zum Geschichtsmuseum zu kommen. Geschichtsmuseum. Alter, ich mache in einem Sightseeing-Tour durch die Stadt oder wie? Kegelsportclub, na klar. Blumenladen, der war hier doch auch irgendwo. Autohaus, natürlich. Ich muss. Habe ich die Tankstelle zwischendrin? Kammer des Schreckens. Alter, diese scheiß Karte hier, ja, ne? Ich kann keine Karten lesen, scheinbar. The ghost siblings longing for revenge. They'll show everyone what a monster's power is really like. Help! There are monsters and ghosts all over the place. My little daughter Kathy is inside. She's in danger. Please save her and I'll help you get to the basement where the old subway's located. Hurry! Ist dieses Spiel bitte? Armes Mädchen, ich werde sie retten. Urbane Horrorgeschichten. Okay, es gibt hier etwas, das mich abschrecken kann. Gibt es hier etwas, das mich abschrecken kann? Ja, nämlich wirklich. Mach hier auf und lass mich raten, alles muss nach oben. Ich kann es mit etwas. Ich kann. Warte, meine USB-Batterie. Was bewegt das hier schon wieder, das in der Mitte, ne? Du kannst mich mal. Ja, fast. So, nah genug dran. Are you prepared for a fright? Also das einzige Gruselige ist, wie schlecht das hier alles verkabelt ist hier, ne? Wie kann ich die Nägel entfernen? Entschuldigung, zu schlecht genagelt ist. Habe ich einen Kamm? Kann ich die hier rausziehen? Nee. Was habe ich denn da jetzt gefunden? Aceton. Nagellack entfernen, oder wie? Ich komme mit meiner Hand nicht durch die Gitter. Ich habe keine andere Wahl. Ich muss die Tür öffnen. Geht auch nicht. Urbane Horrorgeschichten. Tauchen Sie ein in eine völlig neue, dunkle Welt. Punkt, da ist kein zweites Ein. Exklusive, gruselige und intellektuelle Unterhaltungen für Kinder und Erwachsene. Kinder müssen von Erwachsenen begleitet werden.
würde gerne hier spielen, aber nicht an Halloween. Ja, ich muss an dieses Comicbuch hier heran. Ledergürtel. Aha. Wie lang ist dieses Spiel bitte? Ich dachte eigentlich, wir gehen jetzt aufs Ende zu. Ich hasse diesen Rauchgeruch. Wie kann ich ihn loswerden? Fächer. Hier und nun, jetzt habe ich hier den Imbusschlüssel. Dafür habe ich mein Aceton, um meinen Spachtel von der Farbe zu befreien. Dann habe ich hier, fehlt eine Walze, ne? Fehlt ein Band, ja. Auch drei von den Coins habe ich leider noch nicht. Vorsichtig auf, ich werde es nicht zerbrechen, ich werde es vorsichtig aufschneiden. Ich habe doch gesagt, es gibt irgendwo Glas zum Aufschneiden. Für Essstäbchen. Ich werde diese alten Plakate abkratzen müssen. Weil auch darunter eine Münze versteckt ist, ne? So, drei Tokens, ich kann hier rein. Warum bin ich eigentlich so bescheuert und bezahle und steige nicht einfach über die Stangen hier rüber? Es ist doch keiner da, der mich aufhält, ne? Zugangskarte. Natürlich die Olle, die mir erst hilft, wenn ich ihre Tochter rette. Aha, ich wollte nicht glauben. Ach du meine Güte, das ist ein gruseliger Raum. Ob ich das nicht mittlerweile gewohnt wäre. Ich muss das abschrauben. Ich sehe dort ein Fach, ich brauche nur das Ziffernblatt, okay. Ich glaube, im Hintergrund geht schon wieder die Vogel-Action bei mir ab, weil es jetzt kurz nach 4 Uhr morgens ist. Ich muss das abschrauben. Ja, ich habe nur den scheiß Imbusschlüssel, aber der passt da nicht. Ich wollte nicht glauben. Die Dekoration ist unvollständig. Ein Messer kann mir helfen. Ich wollte es nicht glauben. Aha, also hier steht, ich wollte nicht glauben, wenn ich hier draufklicke, steht, ich wollte es nicht glauben. Schön, dass du mich jetzt ansiehst. Ich hab dir jetzt mal ein bisschen Guckloch gemacht hier, ne? Wo ist der Fuß dieses gruseligen Dings? Ich habe eine kreative Lösung, um das zu öffnen. Ja, ich auch. Ich nehme die Kiste und schmeiße sie auf den Boden und hoffe, dass das einfach kaputt geht. Ich habe einen Imbusschlüssel. Ich habe einen Kamm. Tatsache. Ach nee, nicht schon wieder so ein Scheißspiel. Muss ich die einfach nur an die richtigen Plätze schieben? Ist das alles? Führe die Spielmarken zu den richtigen Stellen, wähle eine Marke und einen hervorgehobenen Punkt aus, um die Marken zu verschieben. Können durch bereits hergestellte Verbindungen geführt werden. Richtig platzierte Marken leuchten grün auf. Durch bereits hergestellte... Aha. Das heißt, die kann ich jetzt doch dahin schieben, hä? Also, das ist scheißegal, ich muss sie einfach nur an die richtigen Stellen kriegen und alles andere ist Wurst, oder? Nee, ich muss. Also, mit Orange muss ich praktisch. Ich komme hier nicht durch, weil die erste Verbindung irgendwie herstellen muss, oder wie? Wieso kann ich mit der jetzt nicht hier durch, weil hier grün ist, oder wie? Ja, halt nicht. Okay, dann geht halt... Was muss denn da hin? Die 2 muss da hin, ne? Okay, kann das jetzt dahin und die 1 dahin und du dahin und dann darfst du dahin. Okay, darf ich. Ja, nee, darf ich theoretisch nicht, ne? Darf ich jetzt theoretisch dahin? Ja, weil jetzt hier offen ist, ne? Kann ich jetzt da unten hin? Nein, das hier ist im Wege. Dann geht das hier jetzt halt. Dann geht das hier jetzt halt weg. Dann machen wir das halt so. Okay, jetzt ist das hier sonst wo im Wege, ne? Ach, ich geb das kann ich ja nachher noch richtig entschieden, ne? 1, 2, wo ist die scheiß 3? Die muss da hin.
ja, ja. So, nee, hier kann ich nirgendwo hin. Da kann ich jetzt nicht hier durch, weil das Ding ins Anweg ist, ja, dachte ich mir schon. Oh Mann. Ist das unnötig. Eins, drei, zwei. Zwei Sterne. Was ist hier denn noch nicht richtig? Was ist hier denn noch nicht richtig? Scheinbar das hier.